In Deutschland hat die Polizei in 6 Bundesländern Razzien gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle durchgeführt. Dabei wurden 12 deutsche Staatsangehörige festgenommen. Medienberichten zufolge wurden mehrere Waffen gefunden. Laut Generalbundesanwaltschaft seien 5 der Beschuldigten namentlich bekannt gewesen. Sie sollen sich im vergangenen September zu einer rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. In einer internen Chatgruppe hätten sie Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime geplant, mit dem Ziel, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeizuführen, so die Ermittler.